Können wir vom Geschirr was nehmen? Nee. Na gut, nehmen wir uns nochmal Zucker. Ein bisschen mehr. Ich brauche keine. Doch, brauchst du. Nö. Natürlich nicht. Ey. Weiß nicht. Na also, geht doch. Jetzt ist die Rückseite des Fotos ganz klebrig. Okay. So, ich hoffe, das reicht. Passt schon. Ey, nein. Nimm mal. Ah. Geh aus dem Bild! So, gut, die Dose kann ich nicht mehr auswählen. Ich dachte, vielleicht nehmen wir uns noch ein bisschen Zucker mit. Aber jetzt müssen wir ja rinkommen. Wusste nicht, dass Life ein Frauenname ist. Ja, das höre ich sehr oft. Aber das Foto, das sind unverkennbar Sie, trotz dieses seltsamen Gesichtsausdrucks. Was heißt das jetzt? Darf ich rein oder nicht? Oh ja, natürlich. Gehen Sie durch. So. Meine Damen und Herren, die Statistiken sprechen für sich. Was wir hier nicht sehen, ist die Gefahr eines Anstiegs von, Sie finden es in meinem Bericht auf Seite 512, Absatz 5. Den zugehörigen Graphen finden Sie auf, Seite 522, aber Sie haben es ja alles bereits gelesen. Das Wesentliche, also was ich sagen wollte. Ja, vielen Dank, Herr Burkhardt. Ich denke, das genügt uns als Einblick. Ich war noch nicht... Wir werden nun noch einmal Herrn Indes die Gelegenheit geben, zu den Ausführungen des Professors Stellung zu nehmen. Nach einer kurzen Pause folgt das Gutachten des Inspektors der Umweltbehörde, Dr. Braun. Herr Indes, bitte. Indes. Hä? Danke für Ihre amüsanten Ausführungen. Aufgrund des fortgeschrittenen Zeitrahmens werde ich mich kurz halten. Ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. Meine Damen und Herren, so... ausführlich der Bericht unseres geschätzten Herrn Professors auch war. Die Antwort auf die einzig relevante Frage in diesem Zusammenhang ist er uns schuldig geblieben. Die Frage lautet, wo sind die Alternativen? Es ist nun mal Fakt, dass wir in den besprochenen Staaten mit einer dramatischen Unterversorgung konfrontiert sind. Und wer soll diesen Energiebedarf decken? Meine Kraftwerke sind sicher. Sie sind sauber und sie verursachen deutlich weniger Schadstoffe als zum Beispiel Kohlekraftwerke. Welche wundersame Zauberenergie sollte diese erprobte, sichere und saubere Technologie ersetzen können? Wer soll sie uns liefern? Ben Svensson. Er kennt eine Methode, Wasserstoff aus Blaualgen zu gewinnen. Sehr gut. Unsere charmante neue Expertin in der Loge mag vielleicht nicht mit dem Protokoll dieser Anhörung vertraut sein, aber sie bringt es auf den Punkt. Es gibt keine ernstzunehmenden Alternativen. Aber die Wasserstoffalge funktioniert. Sie... Es gibt keine Technologie, die auch nur in Ansätzen mit der Effizienz meiner Kraftwerke konkurrieren kann. Soweit ich weiß, hat Ben Svensson selbst die Forschung an dieser Technologie aufgegeben. Blicken wir den Tatsachen also ins Auge. Atomkraft von Indes Industries ist der einzig logische Schritt in eine gesicherte Zukunft. Aber... Ich muss Sie bitten, die Veranstaltung nicht länger zu stören. Bei einem weiteren Zwischenruf bin ich leider gezwungen, Sie des Saales zu verweisen. Ich kann nicht glauben, dass ihr diesem Blender Gehör schenkt. Es geht um unseren Planeten. Keine weiteren Störungen. Vielen Dank. Das ist ja wohl... Da muss ich gleich vor speichern hier. So. Unerhört. Also, was haben wir denn? Okay, damit hat sich also geklärt, dass diese Konferenz ein totaler Reinfall wird. So, was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben eine Bühne... und noch einen weiteren Eingang. Hier geht es wahrscheinlich raus. Ist hier oben frei? Ne? Aber mehr scheinen wir nicht zu haben. Also gehen wir mal... Nee, warte. Erstmal schauen wir uns die Bühne an. Das Publikum wartet auf diesen Dr. Braun. Er darf sich auf keinen Fall für die Kraftwerke aussprechen.
sonst war alles umsonst. Na gut, dann müssen wir Dr. Braun also umstimmen. Ist er das da? Fräulein? Richten Sie doch bitte der Küche aus, dass die Häppchen bald zur Neige gehen, ja? Aber... Kein Aber. Sagen Sie der Küche, Dr. Braun schickt sie. Ja, der Dr. Braun. Aber ich arbeite nicht für die Küche. Ich dachte, Sie gehören zum Personal wegen der Uniform. Was führt Sie sonst hierher? Ich bin von der Presse. Ich bin von der Presse. Dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich keine Interviews gebe. Alles, was ich zu sagen habe, steht in meinem Bericht. Oder hören Sie doch nachher einfach meinen Vortrag an. Na gut, ich bin von der Vergangenheit. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber... Aber was? Ich muss dafür sorgen, dass die Lizenzen nicht verlängert werden. Die Kraftwerke von Indes werden in einer Woche hochgehen. Okay, machen wir erstmal das Erste. Du musst dafür sorgen, dass die Lizenzen nicht verlängert werden. Die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel. Gehören Sie etwa auch zu diesen hysterischen Umweltschützern? Nein, ich... Glauben Sie mir, ich habe meine Arbeit gründlich gemacht. Die von mir geprüften Kraftwerke haben alle Bedingungen erfüllt und sind sicher. Nicht sicher genug. Der feine Herr. So, ich war noch nicht fertig, Alter. Hallo. Ah, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Wegen unseres Gesprächs vorhin. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Hören Sie doch einfach nachher meinen Vortrag an. Oder lesen Sie meinen Bericht. Da steht alles drin. Nein! Na warte, dem vergifte ich seine Häppchen. Am besten mit Gewürzmischung. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Ach, geht's so, ja wirklich. Na? Na Mensch. Und jetzt? Gläser. Ah. Was ist denn das? Bowle, grausiges Zeug. Aber leider das Einzige, was es hier am Buffet zu trinken gibt. Das Einzige also. Nein, nein. Oh Mann, musst du mir jeden Spaß verderben. Das überlasse ich lieber anderen. Ihm zum Beispiel. So. Keine Ahnung, wie... Ja, Rinnenschütten, Alter, wie kannst du nur... So, ist auf, Junge. Ist alles lecker, alles gesund. Mit schädlichen Stoffen drin. Weiß nicht. Hallo? Nee. Ehrlich jetzt? Auf kein... Okay, also irgendwas muss es ja zu bedeuten haben. Hier ist eine Glastür. Na gut, der scheint ja jetzt nicht so schnell abzuhauen. Hier geht's, was ist das? Energie Oslo. Okay. Schauen wir uns mal die Glastür an. Der scheint ja jetzt... Ach, die kann man öffnen. Obwohl, da will ich noch nicht hin. Am Ende geht's dann noch irgendwo raus. Ich will wissen, was mit dem Alten hier ist. Aber erstmal schauen wir uns die Musiker an. Er macht das toll. Ich wette, nicht jeder kann so eine Maschine bedienen. In dieser Zeit schon. Na gut, nicht jeder, aber es gibt schon mehr als einen. Ich wette... Reden! Kannst du auch mal was anderes spielen? Scheinbar nicht. Kannst du auch netter fragen? Mal ehrlich. So, nee, ich wollte ja probieren, wenn ich dem sein Essen hier vergifte. Ob ich denn... So, komm jetzt. Mach mal. Aha. Da ist aber jemand hungrig. Besser nicht. Na gut. Wahrscheinlich müssen wir dem irgendwas rinstecken oder klauen. Warte mal, rinstecken. Mir kommt da gerade eine kleine Idee. Nee. Na gut. Schnauze! So, wo... Ach, hier sind wir. Alter Schwede. Von hier oben sieht die Menge gar nicht so groß aus. Von hier unten schon.
Selbst wenn ich rufe, werden die mich nicht hören. Megafon. So, aber das machen wir später. Ich frage mich, wie viele Menschen hier wohnen. Am Ende verpassen wir noch was. Roll, was ist das? Ach, Rolltore. Irgendwo da unten muss die Garage sein. Vielleicht kriegen wir die auf. Aber hier gibt's nur diese drei Sachen. Gut, bevor ich aber irgendwas mache, will ich mich hier in Energy Oslo nochmal umsehen. Und dieser Dr. Braun ist doch gekauft, das sehe ich doch bis hier. Faye, kannst du mich hören? Wie ist dein Status? Ich bin auf der Konferenz, konnte auch schon mit diesem Dr. Braun sprechen, dem Experten, auf den hier alle hören. Und, was hat er gesagt? Er hat mir nicht richtig zugehört und sich nur für das Essen interessiert. Puh, wie ich es mir dachte. Diese Konferenz ist eine reine Show. Also, wie sieht jetzt dein Plan aus, Faye? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Dann lass mich mit ihm reden. Ich habe da meine ganz eigenen Methoden. Aber dazu musst du mir irgendwie Zugang zum Konferenzgebäude verschaffen. Und zwar so, dass mich der Türsteher dabei nicht sieht. Wieso das? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ist ja auch egal. Tatsache ist, du musst einen Weg finden, wie ich unbemerkt ins Gebäude komme. Okay, bis gleich. Neben dem Gebäude gab's ja so einen komischen Lüftungsschacht, mit dem man, den man nur von innen aus öffnen kann. So, ja, mein Mann, Fahrstuhltüren, Saalwache und der Durchgang. Schauen wir uns erstmal alle nach Reihenfolge an. Ach nee, das benutzen, da wollen wir noch nicht. Das sieht aus wie die Toiletten. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein? Ja, Toiletten. Auf dem Schild sind ein Mann und eine Frau zu sehen. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein? Ah ja. Und hier? Sieht aus wie das Zeichen für eine Abstellkammer. Gehen wir erstmal aufs Klo. Das kann warten. Ich glaube nicht. Von dieser Seite aus kann ich die Tür nicht öffnen. Natürlich nicht. Ein Mann. Ohne ihn würde der Raum ganz schön leblos aussehen. Meinst du? Hallo? Die Welt wird bald untergehen. Manche Leute wollen einfach nicht hören. Ist der tot? Hallo? Das ist versteinert. Hier kann man ja keinen Schritt laufen, ohne über einen Türsteher zu stolpern. Ja, so ist nun mal die heutige Gesellschaft. Halt! Sie haben hier keinen Zutritt. Wieso das? Nur Konferenzteilnehmer dürfen diesen Bereich betreten. Tut mir leid. Also ich spreche ihn an, noch nicht mal angefangen zu reden und er, halt, Sie haben keinen Zutritt. Wundervolle Menschen. Ah, die Garage. Autos. Smiley. Schloss, Rolltor. Kamera. Lüftungsschacht. Dann müssen wir vielleicht noch eine Leiter besorgen. Hier ist ein Doppeltor. Das ist wahrscheinlich das, was wir eben gesehen haben draußen. Hier ist Kartenschloss. Lieber nicht. Na gut. Mit den Autos können wir nichts machen. Schauen wir uns mal an. Ein Kartenschloss, das mit dem großen Tor verbunden ist. Können wir das... Ohne die richtige Karte tut sich da nichts. Na gut. Ich kann die Menschenmenge dahinter rufen hören. Das geht leider nicht durch Wünsche. Schade. Aber hier gab es noch einen Knopf. Erstmal ansehen. Eine Garage in der Garage. Was es in dieser Zeit nicht alles gibt. Natürlich, Inception. So kriege ich das Tor nie auf. Genau, so. Hier ist ja ein Schloss, was aber eigentlich aussieht wie ein Knopf. Ein Schalter mit einem Schlüsselloch. Wo siehst du da ein Schlüsselloch? Das funktioniert nur mit einem Schlüssel. Okay, wir müssen also irgendjemand dem Schlüssel klauen. Ich denke mal dem alten Braun. So, gehen wir mal zurück, weil hier scheint es ja nicht zu geben. Dann hier und dann will ich mal nach draußen gehen und so... Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Hört ihr zu! Alter. Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten! Reaktoren gehören verboten!
Reaktoren gehören verboten! Aha. Reaktoren gehören verboten! Hört mir zu! Hört ihr zu! Hört mir zu! Hört mir zu! Er ist so bescheuert. Kein Meiler im Regenwald, stoppt den Kahlschlag! Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv!